Hallo, ich bin Andrea, schön, dass ihr da seid. Heute machen wir wieder einen Smoothie. Und zwar diesmal mit besonderen Zutaten. Das heißt mal, Kokosraspeln. Natürlich unsere Banane. Dann fehlt sie, das davon fehlt Zitrone. Und jetzt halt jetzt mal Besonderheit, jetzt halt Datteltomaten und jetzt will ich einfach mal probieren, wie es schmeckt. Ja, gucken wir mal. Und natürlich ist Ingwer, kommt auch dazu. Also jetzt nicht das Ganze, sondern halt ein Stück davon. Und natürlich Zimt. Fangen wir mal an. Oh, jetzt sehe ich gerade, das Messer ist nicht da. Ja, mal das Messer, ja. Hier, da, guck. Als erstes machen wir die Banane. Ach ja, wir machen das heute ohne Milch. Diesmal heute mit Wasser. Was ihr sehen könnt. Schneiden wir halt in zwei Hälften die Tomaten. Ich mag die Schäge bzw. Datteltomaten sehr gerne. Jetzt kommt Ingwer. Das ist noch ein Stück abgeschnitten. Das ist noch die Rinde abschneiden. Weil Ingwer ist nämlich gesund. Jetzt kommt hier Zitrone, also jetzt der Saft davon. Jetzt Kokos. Kokos mache ich auch gerne. Das Wasser. Ja, und jetzt Zimt. Natürlich Zeile und Zimt, nicht Cassia Zimt, weil Zeile und Zimt, der ist besser und gesünder als der Cassia-Zimt. Ja, und dann mixen wir jetzt mal. Ja, schon bin ich mal gespannt, wie er schmeckt.
Sehr keine schöne rote Farbe. So, jetzt gehen wir jetzt in mein Andreas-Glas. Ich Andreas drauf. Dann Prost. Lecker, schmeckt sehr frisch. Nach Tomate, Ingwer und Banane. Und die Zitrone macht die Frischheit halt. Der schmeckt sehr gut. Ja, heute ist Sonntag. Und den mache ich jetzt gleich mal spazieren. Vielleicht noch so mal gucken. Ja, falls euch das gefallen hat und falls ihr auch nachmachen möchtet, dann mache ich auch halt die Zutatenliste mache ich halt in Videobeschreibung rein. Ja, und falls euch Video gefallen hat, Daumen hoch. Falls nicht, Daumen runter und Kommentar ist immer gewünscht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.